Tim May, Goran Pantic und Maximilian Spöttl. Drei Bad Nauheimer Eigengewächse, die ihren ersten Profivertrag in der Tasche haben. Ihr Motto: hart arbeiten, damit Trainer Petri Kujala an ihnen nicht vorbeikommt. Goran Pantic hatte vergangene Saison bereits einige Einsätze in der ersten Mannschaft und machte dabei eine gute Figur. Ja, ich denke mal, meine Chancen stehen nicht allzu schlecht, dass ich mich durchsetzen kann. Dieses Jahr sind ja auch ein paar jüngere Spieler dabei und deswegen schätze ich mal, dass ich mich da auch einigermaßen gut durchsetzen werde. Ich bin mit 8,5, fast 9 Jahren zum Eishockey gekommen, weil mich eine Arbeitskollegin von meiner Mutter mal mit zum Eishockey genommen hat und das fand ich dann so spannend und fand ich richtig gut und dann habe ich es halt selbst ausprobiert und so habe ich dann angefangen. Ja. Und heute bist du Profi? Ja gut, also richtiger Profi kann man noch nicht sagen, also richtig leben davon kann ich auch noch nicht. Ich mache zurzeit noch ein Praktikum beim EC und so läuft es dann eigentlich ganz gut. Aber dein Ziel ist Eishockey? Mein Ziel ist auf jeden Fall Eishockey Vollprofi zu werden. Und da über die zweite Liga hinaus? Ja, wenn sich die Möglichkeit bietet, auf jeden Fall. Also ich werde hart an mir arbeiten und damit ich das auch hoffentlich irgendwann mal erreiche. In die DEL? Ja. Tim May hatte viel Pech. Er war in der Vorsaison auf Kurs, dann warf ihn eine Verletzung zurück. Ich kam ungefähr mit 3-4 Jahren zum Eishockey. Mein Vater war früher Physiotherapeut beim EC Bad Nauheim. Dadurch war es eigentlich klar, dass ich früher oder später mal dort mitgenommen werde. Und ja, dazu kam es dazu. Also ich möchte auf jeden Fall an meine Leistungen in den letzten zwei Saisonen anknüpfen und mich natürlich weiterentwickeln. Ich bin zurzeit viel am Trainieren und möchte damit auch viel dem Team beitragen. Jetzt bist du ja Vollprofi sozusagen. Ja, ich bin zurzeit Vollprofi. Ich mache nebenbei zurzeit nichts. Verdiene damit mein Geld und ja, es macht Spaß. Kannst du dir vorstellen, auch mal eine Klasse höher zu spielen? Ist das dein Ziel? Ja, auf jeden Fall eine Klasse höher. Das wäre schon mein Ziel. Youngster Maximilian Spöttl hat bei seinen wenigen Eiszeiten in der DEL 2 gezeigt, wie viel Talent er hat. Ich sehe meine Chancen, das haben eigentlich die Trainer in der Hand. Ich werde an mir arbeiten, ich habe bisher den Sommer, denke ich, gut genutzt. Werde ihn auch weiter nutzen bis zum Saisonanfang. Und ich will auf jeden Fall spielen, das ist mein Ziel, daran werde ich arbeiten. Ich werde an mir die ganze Saison über weiterarbeiten, bis es klappt. Wann hast du angefangen zu spielen? Angefangen habe ich mit 3 oder 4 Jahren, also zumindest Schlittschuhlaufen gelernt. Und mein Vater hat mich dazu gebracht, er wollte selbst gerne früher mal spielen, aber ich glaube, dem wurde das nicht erlaubt, deswegen hat er mich auch direkt zum Eishockeyspielen gebracht. Wenn du deine Zukunft dir anguckst, du bist jetzt Profi. Ja, angehender Profi. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich Vollprofi bin. Deswegen. Aber es ist mein Ziel, Profi zu werden und deswegen. Aber ich denke, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, um das Ziel zu erreichen. Die Jungs haben sich hochgekämpft. Jetzt fehlt nur noch der letzte Schritt. Viel Glück dabei.